Mich interessiert jetzt aber, warum ist es Ihnen so wichtig, dass Ihre Studenten bei ihrem Glauben bleiben? Ich will nicht, dass Sie irgendwas ändern. Außer die gute Einstellung zu allen, zu den anderen, zu der ganzen Welt, ohne Unterschied von Religionen, Volkszugehörigkeiten, Nationalitäten, Mann oder Frau, alt oder jung. Ob das ein Muslim, ein Christ oder ein Jude ist, oder ein Buddhist, oder ein slawischen Religion angehört. Es ist nicht wichtig, auch, egal in welcher Lebensqualität er lebt, aus welcher Kultur er kommt. Ich sehe das nicht. Wenn Sie mich fragen, nach so vielen Jahren vom Studium der Kabbalah, und ihr seht das ja, wie ich jeden Tag für die ganze Welt unterrichte. Jeden Tag gebe ich Unterricht von 3 Stunden für Tausende, aber Tausende Schüler in mehr als 80 Ländern. Das wird in viele Sprachen übersetzt, simultan übersetzt. Und ich sehe keinen Unterschied zwischen ihnen. Ich habe irgendeine Form eines Schülers vor Augen und den unterrichte ich. Meine Studenten heiraten manchmal untereinander, das heißt, eine Buddhistin heiratet einen Christen, in der Familie verlangen sie nicht, dass sie so oder so sind, dass sie gerade annehmen, das Glaubensbekenntnis nach dem Mann oder nach der Frau. Nein, wir verlangen das nicht. Ich mische mich da auch gar nicht ein.